Dieses ist die Zeit der Wende, nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. Viele Herzen, viele Hände, voller Sanftheit und voll Wut. Seid gegrüßt, liebe Kongressteilnehmer. Mein heutiger Interviewpartner ist Volker von Schindling-Horny. Volker von Schindling-Horny hat sich seit vielen Jahren intensiv mit megalithischen Steinkreisen beschäftigt und ist Bienenliebhaber. Wir sprechen heute über seine Erkenntnisse der megalithischen Steinkreise sowie des Bienen-Siebensterns und einige weitere, die er im Laufe seines Lebens gewonnen hat. Ich wünsche viel Freude bei diesem Interview. Lieber Volker von Schindling-Horny, es freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, an meinem Online-Kongress Ausblicke auf die neue Zeit teilzunehmen und freue mich deshalb besonders, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen. Also sei herzlich willkommen. Ich bedanke mich sehr, dass du das Vertrauen in mich setzt, um hier ein paar Ideen mitzuteilen, die vielleicht wichtig sind, um die neue Zeit besser überstehen zu können. Ich denke, du meinst eher den Wandel dorthin überstehen zu können. Richtig, richtig. Ja. Vielleicht darf ich selber noch mal eine kleine Vorstellung von mir geben, damit auch die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, ich bin also selber das Kind von das sechste Kind von sieben in Liebenburg bei Goslar geboren, auf einem Bauernhof, auch dort aufgewachsen, dann die Landmaschinenschlosserlehre gemacht und danach studiert bis zum Diplom-Ingenieur und bin also lange Zeit in der Messtechnik tätig gewesen. Heute beschäftige ich mich mit der Literatur. Ich schreibe gerne Bücher wie Steinkreise oder Was kommt auf uns zu in der neuen Zeit und möchte gerne da hier auch ein paar Ideen heute Ihnen mitteilen. Das war's schon. Schön, danke dir. Da möchte ich gleich direkt anknüpfen. Du hast es gerade selbst schon erwähnt, intensiv mit Steinkreisen und deren Wirkung beschäftigt. Du hast dich aber nicht nur mit Steinkreisen beschäftigt, sondern auch mit Bienen. Du bist selbst Hobby oder ich weiß nicht, würdest du dich eher als Hobby-Imker oder als schon professionellen Imker bezeichnen? Nein, nein, ich bin ein sehr guter Hobby-Imker. Dazu hast du also auch Wichtiges mitzuteilen zum Thema Imkern. Du hast dich auch mit Wasser beschäftigt und überhaupt mit Erdenergien, also mit der Geomantie. Du hast also schon ein sehr intensives Hintergrundwissen. Und aus diesem Wissen heraus, so habe ich deine Bücher und deine Aussagen, ich habe dich ja schon persönlich im Vortrag erlebt, entnommen, können wir sehr viel für die neue Zeit und für den Wandel in die neue Zeit entnehmen, lernen und gewinnbringend zum Wohle allen Lebens anwenden. Richtig, sehr gut, ja. Dann wäre es mir recht, wenn wir jetzt erstmal einen ganz allgemeinen Blick auf die Wandelzeit werfen könnten. Also nach meinem Empfinden, ich glaube, da sehen wir das gleich, befinden wir uns mitten im Wandel und alles, was uns im Außen begegnet, ganz egal, ob das jetzt die sogenannte Corona-Krise ist oder die zu vermutenden, bevorstehenden wirtschaftlichen Umbrüche, all das sind nur Begleiterscheinungen eines viel größeren Wandels, der vermutlich nach meinem Empfinden auch unser aller Bewusstsein betrifft. Wie siehst du das?
Ja, auch ich sehe das so, dass es eine von großer Hand vorbereitete Aktion ist, die uns alle treffen wird. Und zwar werden wir schon durch die vorhandenen Maßnahmen, die zurzeit schon laufen, dazu geführt, im Moment einen Gleichschritt einzugehen. Das heißt also, die Menschen, die sich bereit erklärt haben, für die Zukunft bereit zu sein, werden auch in Zukunft einen Schritt gehen mit dem, was von oben kommt. Wir werden einige Katastrophen bekommen, wir werden Naturkatastrophen bekommen, wir werden Impfschäden bekommen, wir werden andere vielleicht Probleme haben mit Versorgung. Und das reduziert unsere Bevölkerung. Das heißt also, die Bevölkerung wird stark abnehmen in Zukunft. Von oben und, sagst, meinst du ganz sicherlich nicht die Regierenden oder die im Hintergrund tatsächlich die Geschicke der Menschheit bestimmenden Menschen, sondern ich denke, dann meinst du die Göttlichkeit oder Gott oder, wie du in manchen Büchern, speziell in deinem letzten Buch, Neue Erziehung und er erwähnst, also eben er. Richtig. So richtig. Und zwar heißt das Buch Neue Schule und er. Richtig. Und da ist also das Er erziehen, nämlich das, die ersten Anfangsbuchstaben vom Erziehen, ER, und zum Er hinziehen. Es ist damit gemeint, dass man den Schöpfer, nämlich hier zu dem jungen Schüler hinzieht. Das heißt, man muss ihn darauf aufmerksam machen, denn alles, was in der Natur uns umgibt, ist ja von ihm gemacht worden. Und wenn wir den Schüler dahin ziehen, zum Er eben, zu ihm, dann wird er auch ein besonders guter Schüler werden. Denn in der Natur ist alles echt und wahr. Und das ist eben in unserem heutigen System genau umgekehrt. In unserem heutigen System überwiegt ja eindeutig der Materialismus. Die eigentliche Wende wird also letztlich darin bestehen, dass wir vom Materialismus wieder mehr zum Spiritualismus kommen werden. Siehst du das richtig so? Richtig. Auch das wird also eine der großen Aufgaben oder Wenden sein, die wir in die Hand nehmen müssen. Denn normalerweise sagt jeder, es wird schon einer machen, ja, aber es macht keiner. Wir, du und ich und alle Zuhörer müssen wirklich in diesem Fall zugreifen. Sie müssen erstmal erkennen, was gewesen ist, weil das ist uns alles fälschlicherweise unwahr und destruktiv beigebracht worden in der Schule und auch schon im Elternhaus und so, weil ja damals es wusste keiner, dass es auch anders sein könnte. Denn unsere Geschichte ist so falsch, wie sie nur sein kann. Wir müssen also erstmal in die Vergangenheit schauen. Wenn wir dann wissen, eben weil so ein klein bisschen gelernt haben, wie die Geschichte gelaufen ist, dann können wir zur Gegenwart kommen und sehen, was heute läuft. Und wenn wir das alles begriffen haben, erst dann können wir in die Zukunft gehen.
Und die Zukunft müssen wir dann selbst gestalten. Anders geht es nicht. Ja, sehe ich auch so. Das heißt also, einerseits ist unsere Eigenverantwortung gefordert. So sehe ich es jedenfalls. Bisher lassen wir uns ja im Wesentlichen von den gesellschaftlichen Gegebenheiten leiten. Das heißt, wenn die Gesellschaft meint, dass irgendetwas besonders gut und wichtig wäre, dann neigt die Mehrzahl der Menschen dazu, dem zu folgen. Immer bedacht darauf, ja nicht anzuecken, ja nicht aus der Reihe zu tanzen, ja nicht das eigene Wesen zu entfalten, sondern immer schön mit dem Strom mitzuschwimmen. Ja, da sind gerade wir Deutschen eben ganz besonders gefordert, weil Deutsch heißt ja Deu, Teutonen, Dutch in Holländisch. All das heißt ja Gott. Das heißt also, wir sind die von Gott Berufenen und müssen quasi für die gesamte Welt das Vorbild sein. Auch hier muss alles dann in Zukunft hundertprozentig sein. Es muss eben göttlich sein. Und das ist uns schon von unseren alten Göttern, die wir ja noch kennen, vorausgesagt. Denn stellt euch vor, wir haben hier ein Grönland. Grönland war früher das grüne Land, wo die Hyperboreer wohnten. Das waren die von einem Stern gottgesandten Menschen heruntergekommenen, mit UFOs wahrscheinlich. Und diese Hyperboreer waren aber in Grönland den Eiszeiten ausgesetzt, nämlich der Golfstrom hatte sich etwas verschoben. Der ist nach Süden gewandert und nicht mehr nach Norden. Und da wurde dort oben es recht kalt. Und die Hyperboreer konnten dort nicht mehr wohnen und zogen nach Süden. Und wohin zogen sie? Nach Deutschland und nach Russland. Und darum sind gerade diese zwei Länder ganz besonders gefordert, in Zukunft mit ihren blonden, blauäugigen Menschen in Zukunft eben das zu gestalten, was der Gott uns vorgegeben hat, nämlich eine schöne neue Welt. Das sind Dinge, die zum Beispiel auch Rudolf Steiner schon in seinen Vorträgen erwähnt hat, die heutzutage Axel Burkhardt als einer der besten, fundiertesten Kenner von Rudolf Steiner in seinen Vorträgen immer wieder vertritt, die natürlich vollkommen gegen unseren Mainstream gerichtet ist, der da behauptet, wir seien ein mit Schuld beladenes Volk, das die Welt überhaupt erst in den Abgrund gerissen hat. Also von daher ist es leicht gesagt, dass wir uns wieder auf unsere Kraft, auf unsere Bestimmung besinnen müssen, aber nicht so leicht getan. Es setzt zumindest voraus, dass die Menschen auch bereit werden, überhaupt mal wieder sich selbst zu sehen, sich selbst wahrzunehmen oder, wie es letzten Endes in einem oder im ersten Gebot heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Selbstliebe ist Voraussetzung, um überhaupt irgendetwas Gutes in die Welt zu bringen. Ja, und das Wichtige ist eben, dass wir uns besinnen auf eine neue Schule. Denn wenn wir das System, wie wir es jetzt haben, so weiterlaufen lassen, wird es natürlich auch keine besseren Menschen geben. Die Menschen müssen von Grund auf neu erzogen werden. Und das fängt bei der Zeugung an oder vor der Zeugung. Denn ein Ehepaar, was also sich ein kleines Baby wünscht, das muss diesen Wunsch
als göttlich empfinden und nicht als Lust empfinden. Und wenn es das als göttlich empfindet, dann bekommt es auch ein Seelchen in sein Baby hinein, das eben wirklich von oben extra für diesen Vorgang gestaltet worden ist. Und dieses Baby muss dann auch besonders genährt werden, nämlich in der Muttermilch ist laut Anastasia etwas ganz besonders Wichtiges drin. Und wenn man diese Muttermilch ihr heute mit dem Fläschchen reicht von der Kuh und so, dann ist das eben nichts. Die Mutter muss beim Stillen selbst dabei sein und sie muss selbst daran denken, dass es für das gute kleine Baby ist. Dann die Erziehung. Die Erziehung können wir heute nicht mehr oder nur sehr bedingt den bisherigen Lehrern überlassen, weil sie ja das alte System gelernt haben. Das können also dann nur noch Menschen sein, die vielleicht eine Bauersfrau, die von den modernen Techniken nicht so sehr viel mitbekommen hat, oder ein pensionierter Förster oder die Menschen, die sich also mit der Natur beschäftigt haben. Und die müssten die neue Lehrerschaft erstmal in Heimarbeit heranziehen, nicht in der Schule. Das wird nichts. Also brauchen wir neue Lehrer und die kann man, wenn die dann da sind, es wird ja eine Generation dauern, dann erst wird es ein neues Leben auch für die Allgemeinheit geben. Vorher wird das noch nichts. Es dauert also lange, lange Zeit. Ja, sicherlich wird es einige Zeit dauern, aber vieles davon sehen wir ja auch bereits tagtäglich. Also es gibt zum Beispiel zunehmend wieder mehr Mütter, die ihre Kinder selbst stillen. Ja. Es kommt auch zunehmend wieder ins Bewusstsein, dass das Kind die Mutter nicht nur im ersten Lebensjahr braucht, sondern mindestens die ersten 3 Lebensjahre, bevor man das Kind also in eine Krippe oder sonst wohin steckt und ja, fremden Erziehungseinflüssen aussetzt. Und das war, richtig. Und das Thema Erziehung und Bildung. Da gibt es ja auch sehr gute Ansätze. Einen hast du auch in deinem letzten Buch erwähnt, nämlich die aus in Russland entstandenen Schetinin-Schulen. Ja. Da habe ich jetzt mitbekommen, dass es da einen Verein in Deutschland gibt, der also dieses Modell auch in Deutschland möglichst weitgehend umsetzen möchte. Also von daher können wir sagen, die Grundlagen sind alle da, sie werden auch teilweise schon genutzt, aber sie haben sich noch nicht im allgemeinen Bewusstsein niedergelassen. Richtig, Waldorfschulen, die sind ja nach Rudolf Steiner aufgebaut und diese Solzhenitsyn-Schule oder es gibt noch andere Möglichkeiten, aber man müsste daraus eben ein neues Konstrukt bauen, nicht? Mit einem neuen Curriculum und mit neuen Ideen. Und das kann eigentlich erst passieren, wenn wir neue Lehrer haben. Vorher kann das nicht passieren. Nicht? Weil wir sind ja alle in der alten Schule groß geworden und wir haben das ja alles anders gelernt. Nicht? Und es gibt auch viele Lerntechniken, die wesentlich besser lernen, als wir das bisher machen. Nicht? Mit Eselsbrücken zum Beispiel arbeiten. Nicht? Und das sollte man alles zusammenfassen und für unsere neue Generation eben bereitstellen. Richtig. Damit aber solche Neuerungen, solche Erkenntnisse ins Bewusstsein der Menschen kommen, brauchen viele Menschen sozusagen Anstöße von außen. Solche Anstöße können zum Beispiel, wie du es vorhin schon gesagt hast, Naturkatastrophen oder auch für viele Menschen unerwartete Impfschäden, Impffolgeschäden werden oder darstellen. Es gibt aber darüber hinaus natürlich auch einfach Erkenntnisse, die schon da sind,
Und damit möchte ich gerne jetzt zu deinen Erkenntnissen kommen, die du hast aufgrund deiner Forschung über Steinkreise, Pyramiden, Wasser und so weiter. Wenn die überhaupt erstmal in der Praxis erlebt werden, dann sind die Menschen automatisch bereit, sich auch anderen Dingen, die sie bisher für unmöglich hielten, zu öffnen und zu sagen, naja, wenn das eine klappt, warum soll das andere nicht auch klappen? Ja, vielleicht möchte ich da mal mit den Bienen anfangen, weil das ist der Grundstock bei mir gewesen. Ja. Die Bienen sind ja ein ganz besonderes Lebewesen. Sie stehen nämlich in ihrer Frequenz höher als die Gottesfrequenz. Wenn wir den Menschen mit seiner Frequenz bei 600 bis 900 etwa ansetzen, den lieben Gott bei 1000, und die Bienen haben eine Frequenz von 1230 Hertz. Das ist also schon mal ein Zeichen, dass sie etwas ganz Besonderes auf unserer Erde sind. Und wenn man diese Bienen jetzt in einem Kreis aufstellt, dann hat man theoretisch einen lebenden Steinkreis. Und wenn man noch 7 nimmt, dann hat man das Teilungsverhältnis von 360 Grad durch 7 ist 51,4 Grad. Und das ist der Aufstellwinkel der verschiedenen 7 Völker. Und das ist der gleiche Winkel, der auch die Steigung der Pyramiden darstellt. Mhm. Und dieser Winkel beinhaltet den goldenen Schnitt, den göttlichen goldenen Schnitt. Und das ist eben etwas ganz Besonderes, dass also jetzt die Bienen durch ihre Aufstellung kosmische Energie aus dem Himmel, wo ja sich alles dreht, und wenn etwas sich dreht und zwei Pole hat, denn die sind ja nicht rund, die Erde ist ja eine Ellipse, dann erzeugt es Kraft oder Energie, wie ein Fahrraddynamo. Wenn der sich dreht, nämlich durch Antrieb von dem Rad, dann erzeugt er Strom. Und hier ist es so, dass die Bienen jetzt durch ihre Anordnung mit 350.000 Seelchen auf einem Platz eben kosmische Energie aus dem Himmel anziehen und hier flächendeckend im Kugelumfang über die Erde in einem Kugelumfang Durchmesser von 4,2 Kilometern verteilen. Das heißt also, jeder Bienen-7-Stern zieht kosmische Energie an, wie ein Kraftwerk, verteilt diese Energie auf die Mutter Erde. Und wir haben 2012 durch die Bienen 7 Sterne, durch diese Energie, die krankmachenden Strömungen bei Wasseradern beseitigt, weltweit beseitigt. Und 2019 ist die Erde durch die Arbeit der Bienen-7-Sterne, zu der Zeit hatten wir etwa 1500 Bienen-7-Sterne, angehoben worden zu einem Lichtplaneten. 2019, im September 2019. Das heißt also, dass die Mutter Erde bei den Gestirnen als letzte jetzt auch ein Lichtplanet geworden ist. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir zum Licht streben und das Dunkle beiseite schieben werden. Und man kann das also jetzt genauso mit Steinen machen. Wenn man also 7 Steine im Kreis aufstellt oder 9 Steine oder 5 Steine, mindestens 5, also es muss immer mehr als 4 sein, im Kreis aufstellt. Der Kreis sollte sehr schön sauber sein, weil ein Kreis ist etwas Göttliches. Ein Viereck
ist auch etwas Göttliches, aber nicht so stark. Und ein Fünf- oder Achteck ist eben nicht mehr so in der Form zu gebrauchen, weil es eben die Göttlichkeit immer weniger wird. Und darum sollte man also versuchen, viele, viele Steinkreise mit den göttlichen Zahlen, zum Beispiel Pi 3,14 oder der Eulerschen Zahl 2,7 oder der Fibonacci-Reihe, Fibonacci, ein italienischer Mathematiker, der herausgefunden hat, dass man ganz einfach die göttlichen Zahlen sich selbst erzeugen kann, nämlich 1 und 1 ist 2, 2 und 1 ist 3, 3 und 2 ist 5, immer die letzten zwei nehmen, 3 und 5 ist 8, 8 und 5 ist 13 und so weiter. Und das sind die Fibonacci-Zahlen. Und wenn man die verwendet für einen Steinkreis oder für ein Labyrinth oder für eine 8 oder für eine Spirale, die ja einen Anfang hat und kein Ende, unendliches Ende, nicht? Ist alles göttlich. Wenn man diese Teile aus Steinen legt, auf die Erde legt, man kann die auch vergraben, damit sie nicht verschoben werden, dann hat man immer den gleichen Effekt wie bei den Bienen, nämlich, dass Mutter Erde durch diesen Steinkreis harmonisiert wird. Das heißt, der Steinkreis zieht genauso kosmische Energie aus dem Himmel auf die Erde, verteilt sie im Kugelumfang und Mutter Erde freut sich und kann gesunden, nämlich all das, was wir ihr an Schäden zufügen, das kann sie durch diese Maßnahmen der Steinkreise und sieben Sterne wieder sehr gut verkraften. Wenn man jetzt, ja? Darf ich mal kurz zwischenfragen, Volker? Ein paar praktische Fragen und auch vielleicht vertiefen zum Verständnis. Ich möchte noch mal kurz zum Bienen-Siebenstern zurückkehren. Du hast von der besonders hohen Schwingungsenergie der Bienen gesprochen. Zunächst mal, wenn wir von Energie in dem Zusammenhang sprechen, da meinen wir nicht die klassische elektromagnetische Energie, sondern das, was man als Lebensenergie bezeichnen kann, oder du sprichst auch gern von Allkraftenergie. Also, Bovis. Ja, genau, das ist die Einheit, in der wir sie messen können. Genau. Und diese hohe Energie, die kann man als Geomant zum Beispiel mit Hilfe der Wünschelrute oder mit einem sogenannten Tensor messen oder auch pendeln, denke ich. Oder mit dem Gefühl, nicht? Ja, mit dem Gefühl kann man sie aber nur qualitativ, also ich zumindest, kann sie nur qualitativ mit dem Gefühl messen, ja. Nicht quantitativ. Ja. Aber gerade für Menschen, die noch sehr an der Materie orientiert sind, ist es vielleicht auch wichtig zu sehen, dass wir zum Beispiel an der Gesundheit der Bienenvölker sehr wohl erkennen können, dass so ein Bienen-Siebenstern eine ganz andere Qualität hat, als wenn ein Bienenschwarm, also ein Bienenvolk, nur allein steht in einem oder neben alle Kästen nebeneinander aufgereiht. Ist richtig, so, ich mache ja seit jetzt bald 20 Jahren Statistik. Jede Woche zähle ich, was an Abfall in so einer Windel, das ist die Unterlage unter den Bienen, dann da zutage kommt. Und ich zähle vor allem eben auch die Varroen, das sind die Schädlinge, die schädlichen Milben, die Bienen teilweise sehr stark belasten, nicht? Und man kann das an den Statistiken sehen, dass gerade bei den Siebensternbienen wesentlich weniger Varroen vorhanden sind als bei anderen Bienen. Ja, sehr schön.
Das heißt also, diese Aufstellung der sieben Sterne oder die Energie dieser sieben Sterne ist so stark, dass sie diese Vermehrung der Varon stark verhindert. Es ist nicht ganz weg, aber man kann also sehr einfach diese Varon in den Griff bekommen. Und du sagtest ja, dass dieser Bienen-Siebenstern die gebündelte kosmische Energie in einem Durchmesser in einer Kugel von 4,6 Kilometern. Ne? 4,2 Kilometer, ja. 4,2. Das heißt, eigentlich müsste alles Leben, was sich in dieser Umgebung aufhält, also insbesondere auch die Menschen, die sich in einem solchen Radius oder Umkreis aufhalten, müssten deutlich zum Beispiel in ihrer Vitalität und in ihrer Gesundheit davon profitieren können. Richtig, richtig. Und ganz interessant, was ich auch immer gemessen habe, das Verhältnis zwischen dunkel und hell. Mhm. Und zwar, wenn ich so in ein normales Gelände gehe, zwischen dunkel und hell ist meistens halbe halbe, 5 dunkle und 5 helle, bei einer Tabelle von 0 bis 10. Aber wenn ich jetzt solch einen Bienen-Siebenstern aufgestellt habe oder einen Steinkreis aufgestellt habe, dann ändert sich das. Dann habe ich nämlich 10 helle und 0 dunkle. Die Dunklen trauen sich da nicht mehr hin. Ich spreche jetzt vielleicht von Wesenheiten oder von Energien oder so, nicht? Also nicht von Menschen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ein Mensch mit dunklen Absichten auch nicht so gerne dahin geht, weil ihm das zu hell ist, nicht? Das ist ihm zu göttlich. Und diese Messung kann jeder machen, nicht? Mhm. Und ich habe das jedes Mal, bevor ich irgendwo einen Steinkreis gesetzt habe oder einen Bienen-Siebenstern oder so. Wir haben heute mittlerweile 2500 Bienen-Siebensterne auf der Welt. Und das nimmt täglich zu, nicht? Also nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch außerhalb Europas. Auf der ganzen Welt, überall. Schön. Südamerika. Und weil ich merke das immer, wenn die Menschen Probleme haben beim Aufstellen oder mit den Bienen oder so, dann rufen sie mich an. Oder ich kriege eine Mail, nicht? Plötzlich aus Paraguay oder aus China oder irgendwoher. Und dann muss ich natürlich antworten. Und daher weiß ich, dass da sehr viel Bienen-Siebensterne auch außerhalb Europas gebaut werden. Nicht? Das heißt also, du bist durchaus als Fachmann für Bienen weltweit bekannt. Ja, und man braucht auch diese Bienen-Siebensterne nicht physisch bauen, man kann sie auch mental bauen. Genauso Steinkreise lassen sich auch mental bauen. Das heißt also, der menschliche Geist, der wird von uns immer unterschätzt. Der ist so stark, unser Wille ist so kräftig, dass wir Dinge, Berge versetzen können, wie es in der Bibel steht. Und das stimmt. Es ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern wir können also einen Bienen-Siebenstern, sagen wir mal, auf den Balearen oder auf den Gesellschaftsinseln oder so, da, wo eben gerade einer sein sollte, können wir selber installieren. Und der funktioniert auch. Man kann das nachher messen, nicht? Zu dem Thema, mit dem Willen kann man Berge versetzen, ja, würde ich gerne noch einen kurzen Hinweis geben. Also das stimmt, ja, sehe ich ganz genauso, habe ich auch schon erlebt. Aber wichtig scheint mir auch der Hinweis, dass wir dann vor allen Dingen Berge damit versetzen können, wenn der Wille im Einklang mit der Natur, mit unserem göttlichen Willen ist und nicht ein rein an gesellschaftlichen Erfordernissen oder gesellschaftlichen Machtbedürfnissen orientierter Wille ist. Ja, ja, oder wenn es um merkantile Dinge geht, nicht? Wenn ich also damit Geld verdienen will oder so, das funktioniert nicht. Ne? Da würde uns nie der Schöpfer helfen, diese Sache in irgendeiner Weise in Gang zu kriegen. Nicht?
Aber er hilft uns immer, wenn es um die guten Dinge geht. Ne? Ja, genau. Nochmal jetzt wieder zu den Steinkreisen. Du hattest vorhin erwähnt, dass die Steinkreise dann besonders wirkungsvoll sind, wenn wir diese göttlichen Zahlen, also entweder Pi oder Phi als goldenen Schnitt oder die Fibonacci-Zahlen oder E wäre ja auch noch eine solche göttliche Zahl, die Eulersche, wenn wir die verwenden. Ich nehme an, du meinst damit im Durchmesser. Im Durchmesser, Anzahl der Steine. Es gibt auch Menschen oder Spezialisten, die nehmen diese Zahlen und zwar von den Längen- und Breitengraden der Erde. Wenn man da gerade auf dem 51. Breitengrad arbeitet, dann ist man also in einer guten Situation. So sind zum Beispiel in England die Stonehenge und Overbury vor allem, ist auf einem Breitengrad Kreuz angelegt, das dem goldenen Schnitt entspricht. Dasselbe finden wir, glaube ich, zum großen Teil auch bei den Kornkreisen. Ja, die ja, sind auch. Genau an solchen Punkten immer wieder zu finden. Ja, ja. Mit der Anzahl der Steine ist zwar bei der Fibonacci-Reihe sehr leicht möglich, aber bei den anderen Zahlen, da das ja irrationale Zahlen sind, wird es schwierig. 2, irgendwas Steine kann ich schlecht verwenden. Ich kann ja, doch, 3,14. Dann könnte man 31 Steine verwenden, nicht? Ah ja, gut, wenn es ein klar leuchtet. So könnte man das machen. Ah ja. Oder ein Durchmesser von 3,14 Metern verwenden, nicht? Ich habe das also bei den Bienen 7 Sternen, habe ich zusätzliche Antennen gebaut. Außenrum in den 4 Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Westen, Osten. Und die sind in einem Dreieck, das eine Seitenlänge von 3,14 Metern hat, angebaut. Nicht? Mhm. Und da kann man also, oder Quadratura Circuli ist dir vielleicht ein Begriff, ja, dass ja. man um einen Kreis ein Viereck legt. Ja? Mhm. Und kann damit die Energie wesentlich erhöhen. Ja. Nicht? Oder dass man, was hat man noch da, die Möglichkeiten, Steinkreise zusätzlich zu bauen. Nämlich man kann den Bienen-7-Stern als normales Konstrukt verwenden, wie wir das eben besprochen haben, und zusätzlich Steinkreise einbauen. 7 Steinkreise, außerhalb, innerhalb, ganz in der Mitte. Man kann auch Edelsteine verwenden, Halbedelsteine. Man erhöht immer wieder die Energie dieses 7-Sterns. Ja? Und das geht bis ins Unendliche sozusagen. Trillionen kann man messen nachher. Bovis-Einheiten. Bovis-Einheiten. Ja, Bovis-Einheiten, vielleicht will ich das noch mal ein bisschen genauer sagen. Ich bin ja Messtechniker mein Leben lang gewesen. Und ich habe also dann plötzlich mal irgendwo gehört, da gibt es doch eine Bovis-Einheit. Und was ist das denn überhaupt? Messen können wir mit dem Zollstock, ja, eine Länge. Oder wir können ein Gewicht wägen, ja, mit einer Waage. Aber wenn es um diese feinstofflichen Energien geht, da gibt es noch kein Messgerät. Und das wird es auch wahrscheinlich nie geben. Das Messgerät ist das Gefühl des Menschen. Und ich fühle, wie stark ist hier die Energie. Ich kann das also mit meinem Kopf abtasten oder mit meinen Händen abtasten. Aber wenn ich das also dann ein bisschen publik machen will, dann nehme ich also ein Pendel oder einen Tensor oder eine Rute. Und bei den Bovis-Einheiten ist es so, dieser französische Physiker André Bovis hat vor etwa 100 Jahren einfach eine Tabelle festgelegt von 0 bis 10.000. Und er hat gesagt, in der Mitte ungefähr bei 6.500
Das ist die Energie eines neugeborenen Babys oder eines gerade gelegten Hühnereis. Und wenn ich das jetzt, das neugeborene Baby oder das Hühnerei, mit dem Pendel nachmesse, wie viele Bovis-Einheiten hat dieses Hühnerei? Und dann kommt, wenn ich die Tabelle dazu nehme, bei 6500 sagt das ja. So, und alles, was jetzt darunter wertet, also 5000, 4000 Bovis-Einheiten, das ist abbauend, energieabbauend. Alles, was über 6500 wertet, ist energieaufbauend. Und ich habe einen Gemüsegarten hier. Und den Gemüsegarten habe ich immer benutzt, um meine Hausversorgung damit zu bestreiten. Aber ich habe dann mal gemessen und die meisten Gemüse, die ich da geerntet habe, Möhren, Radieschen, Salat und Kartoffeln und so weiter, lagen alle unter 6500. Dann habe ich mir überlegt, was kann man denn da tun? Also, wie kann ich Energie von so einem Steinkreis auf diese Fläche konzentrieren? Das kann man ganz einfach, indem man 5 Steinkreise außenrum um den Gemüsegarten legt. Möglichst in einer schönen Eiform, weil ein Ei ist immer etwas, etwas Lebendes, ja, etwas Aufbauendes. Also die Eiform. Ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5 nach Fibonacci 5. Ich könnte auch 9 machen oder 12 nehmen oder so. Habe ich also 5 Steinkreise mit so kleinen Steinchen, die ich mir irgendwo gesucht habe beim Spaziergang, habe ich die außen rumgelegt und habe sie dann ein bisschen eingegraben, damit die nicht alle verrutscht werden. Und was passiert? Den Salat, den ich jetzt geerntet habe, der hat plötzlich 12.000 Bovis-Einheiten. Und die Möhren oder die Kartoffeln haben 100.000 Bovis-Einheiten. Also alles aufbauend. Ich werde jetzt also bestens versorgt durch den Gemüsegarten, wenn da auch mal was wächst, nicht? Das ist immer die Frage. Aber das, was jetzt wächst, ist wirklich aufbauend. Es ist nichts mehr, wo ich noch Energie mitbringen muss. Also alles über 6500. Und das angewandt in der Landwirtschaft reduziert alle Chemie, die dort angewendet wird. Also Steinkreise um einen Acker gebaut, mindestens 5, wenn man 12 nimmt, ist noch besser. Dann kann der Bauer langsam, aber sicher auf seinen Dünger und auf seine Pestizide und was er noch alles als Spritzmittel braucht, kann er langsam verzichten. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn bisher glaubt man, es reicht, dass zum Beispiel biologisch oder auch biologisch-dynamisch, also nach den Vorstellungen von Rudolf Steiner, gewirtschaftet wird. Aber all diese Methoden führen noch nicht zwangsläufig dazu, dass wir auch ein lebensenergiereiches Essen haben, also dass wir wirklich Lebensmittel haben, sondern die führen zunächst mal dazu, dass sie giftfrei sind, ja, schadstofffrei, aber noch nicht unbedingt wirklich vital. Richtig, genau. Da wird natürlich jetzt sehr interessant die Frage, gibt es irgendwelche Faustformeln, mit denen der Bauer oder auch der Kleingärtner, der vielleicht nur 50 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter zum Beackern, zum Begärtnen hat, ausrechnen kann, wie viel Steinkreise welcher Größe er benötigt, oder kannst das nur du feststellen? Nein, das kann jeder feststellen, und zwar einfach nach seiner Leistung. Je mehr, umso besser. Je stärker, umso besser. Je dicker, umso besser. Also um einen Gemüsegarten mit 100 Quadratmeter
wird man keine 10 Tonnen Steine anschleppen, um da jetzt den etwas zu harmonisieren. Nicht? Das heißt also, das braucht man nicht berechnen. Das liegt jedem in seiner Möglichkeit. Je größer der Steinkreis ist, je dicker die Steine sind, je mehr die Steine sind, natürlich immer nach der göttlichen Ordnung gerechnet, umso besser wird das Ergebnis. Ich habe also einen Acker in Niedersachsen, wo wir 12 Steinkreise außenrum gelegt haben, mit 9 Meter Durchmesser und 9 Steinen jeweils. Und die Steine sind 200 Kilo und sind alle vergraben, damit der ackern kann. Nicht? 70 Zentimeter muss er mindestens vergraben, sonst holt er die beim nächsten Pflügen wieder raus. Nicht? Ja. Und das ist also ein Versuchsfeld, das heißt Mühlenfeld, weil da früher eine Mühle gestanden hat. Und ein sehr schöner Platz mit wunderschönen Ergebnissen. Und wir hoffen, dass wir auch da bald ohne oder mit weniger Dünger arbeiten können. Nicht? Da kommt eine wichtige Frage für mich noch auf. Also zunächst mal wieder für die besonders Ungläubigen. Müsste ja diese Vitalität auch feststellbar sein an der Aktivierung zum Beispiel des Bodenlebens. Richtig. Dass also mehr Nützlinge plötzlich da sind, dass überhaupt mehr Würmer vielleicht oder was immer sonst noch die Pflanzen brauchen, da sind. Es müsste sich auch an der Größe und am Geschmack der Pflanze zeigen. Ja, der Weizen, der da geerntet wird, also in Zukunft wird wahrscheinlich es so sein, dass die Menschen schreien nach Brot, was also aus einem solchen Bauernhof kommt, nicht? Weil es kann nicht anders sein. Dieses Brot ist eben wesentlich energiereicher, nicht? Weil das Korn energiereicher ist. Ich habe es ja in meinem Gemüsegarten selbst festgestellt. Nicht? Dazu fällt mir noch eine weitere Frage ein. Es wird ja heutzutage immer wieder bemängelt oder festgestellt, dass unsere gesamten Pflanzen viel zu wenig Mineralien enthalten, viel weniger als noch vor 100 Jahren. Und dass es natürlich auch an den Düngemethoden und an den Spritzmethoden liegt, dass die Böden selbst an Mineralienarmut leiden. Ist es so, dass durch diese Vitalisierung der Böden auch so etwas Ähnliches wie eine Materialisierung stattfindet, dass also tatsächlich die Böden wieder mineralienreicher werden und damit die Pflanzen? Oder habt ihr da noch nicht danach geschaut? Da hat noch keiner nachgeschaut. Wir haben ja ein großes Institut, ein Lebensmitteluntersuchungsinstitut in der Nähe von Fulda, wo nach dem Professor Albert Popp Untersuchungen stattfinden. Und ich habe dort die verschiedenen Weizenproben eingebracht, um mal nachmessen zu lassen, ob auch nach diesen Lichtemissionsmethoden, da wird also Laserlicht auf die Probe geschickt und dann wird das Licht abgeschaltet und dann wird gemessen, wie viel Licht noch aus dem Probanden herauskommen. Und das ist eigentlich immer eine Art der oder Aussage über die Höhe der Energie, die dort drin ist. Ja. Und diese Messungen laufen im Moment, aber sie sind noch nicht abgeschlossen. Daher kann ich darüber noch nichts sagen. Aber es ist also möglich. Ja. Also ich frage einfach deshalb, weil zum Beispiel ja bekannt ist, dass Hühner mehr Kalk produzieren für ihre Eier, für die Schalen, als sie mit der Nahrung aufnehmen. Das heißt, es muss irgendwie einen Prozess geben, der letzten Endes Lebensenergie umwandelt in Materie. Ja, ja, ich denke, das kann bei den Böden auch passieren. Und das wäre natürlich sehr, sehr,
Das wäre revolutionär, kann man sagen, ja, wenn wir so einfach den natürlichen Gesundheitszustand der Böden wiederherstellen können. Ja. Ja, es ist sicher anzunehmen, dass es auch so funktioniert, aber da gibt es noch keine Ergebnisse darüber, nicht? Da müsste man ja immer die Analysen machen, vorher und nachher und so, nicht? Ja, dann denke ich, haben wir dieses Thema Steinkreise im Zusammenhang mit der Vitalisierung der Böden und der Pflanzen. Ich habe noch eine Sache zu den Steinkreisen, wenn ich die vielleicht noch anbringen darf. Und zwar, wenn man einen Steinkreis verwendet und einen Fersenstein setzt, im Nordosten außerhalb des Kreises einen Stein setzt, dann kann man, die wurde auch früher sehr viel gemacht, zum Beispiel Stonehenge, diese Energie des Steinkreises in diese Richtung lenken. Das heißt, dann geht es nicht im Kugelumfang zu Mutter Erde, sondern es geht nur noch dahin, wo der Fersenstein steht. Mhm. Und wenn man einen zweiten Stein in Sichtlinie, sagen wir mal, auch dann im Winkel dann weiterstellt, dann geht die Energie dort weiterhin. Und so wurde früher die Energie eines Steinkreises zu einem Thingplatz oder zu einer Wohnsiedlung gelegt. Und da nun auf den alten Thingplätzen heute die Klöster entstanden sind, haben die natürlich bei den Steinkreisen, die noch aktiv sind, wie Beutin zum Beispiel bei Rostock, da läuft das noch so mit Steinen, die also als Fersensteine oder Menhire. Manchmal sieht man ja in der Gegend irgendwo einen Stein stehen, eine Säule stehen oder so. Die sind extra gebaut, um Energien zu leiten. Eine zweite Sache vielleicht noch, die hochinteressant ist, ist der Schaltstein. Und zwar der Schaltstein wird in den Steinkreis gelegt, ist ein länglicher Stein und der sollte in Richtung Nord-Süd liegen oder in Richtung Ost-West liegen. Und die Lage des Schaltsteins macht den gesamten Energiefluss dieses Steinkreises in positiv, in neutral oder in negativ. Und so konnte man früher zu Megalithzeiten, also zu vor 4000 Jahren, morsen, weil diese Energie, die dieser Steinkreis jetzt abgibt über den Fersenstein, dann am Ende dieser Linie, also auf dem Thingplatz, mit dem Pendel gemessen werden kann. Auch heute noch. Und so war es früher bei den Externsteinen in Deutschland, bei Detmold, ist oben ein Wackelstein aufgebaut, oben auf 35 Meter hohen Felsen. Und dieser Wackelstein konnte in die Richtung oder in die Richtung oder in die neutrale Richtung gelegt werden. Und damit konnte man also morsen. Und alle, die diese Energie aus den Externsteinen abgefragt haben, das ging bis nach Ägypten, nach Gizeh oder zu den Kanaren, die konnten sich unterhalten über diese Plus, Minus, Neutral, Morse, Alphabet. Wie wurde denn dieser Stein bewegt? Ich meine, das sind ja Tonnen, die da bewegt werden müssen. Der müsste also eigentlich irgendwo so gelagert gewesen sein, dass man ihn leicht drehen kann. Genau. Heute ist er einzementiert, weil er immer gewackelt hat. Und man hat Angst, dass er runterfiel. Mhm. Aber es ist ganz einfach, man kann also sich ein Modell bauen, einen kleinen Steinkreis und einen Schaltstein einbauen und dann einen Fersenstein setzen und da hinten jemanden mit einem Pendel hinsetzen und der kann sagen, wie dieser Schaltstein jetzt im Moment steht, auf Plus, Minus oder Neutral. Das funktioniert heute noch. Es entspricht ja in gewisser Weise auch den Trioden in den Halbleiterschaltkreisen. Ja, ähnlich, ja. Naja, aber vor 4000 Jahren war dieses Wissen bekannt. Und
Die Ecksteinsteine sind noch viel älter, nicht? Das geht in die Millionen sogar. Ja, ja. Ja, du hast in deinen Büchern, unter anderem in dem Buch über die Allkraft, auch davon gesprochen, dass diese Steinkreise und diese zusammen mit den Fersensteinen sozusagen als megalithische Magnetwirbelschwebebahnen benutzt worden sind. Magst du dazu noch was sagen? Ja, gerne, ja, gerne. Ja, ich bin neulich mal aufgerufen worden zu einem sehr schönen, zu einer sehr schönen Trojaburg, ein Labyrinth auf dem Hohen Meißner bei Kassel. Und da fiel mir Folgendes auf, dass ganz in der Nähe dieses schönen Labyrinths ein Fußballplatz war. Mitten oben auf dem Meißner drauf. Aber dieser Fußballplatz ist also nach meinen Schätzungen 5000 Jahre alt. Aber eingefasst mit einer Mauer, und die Mauer eben eine uralte Steinmauer. Und es sind ganz ebene Plätze. Und da ist mir also eine alte Idee wieder aufgegangen, die ich gelesen hatte, dass es in Süddeutschland sehr viel Landeplätze gegeben haben muss. Man sagt auch zur Wetterberuhigung oder wurde dann als Keltenschanze verkauft, weil sie schön gerade waren und ja, da war eine Mauer, aber als Schanze oder als Schutz oder so kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Na gut, jetzt bin ich also über diesen Fußballplatz da oben marschiert und habe dann mit dem Pendel und mit der Route festgestellt, dass die typischen Merkmale vorhanden waren, nämlich ein Eingang. Und rechts und links waren heute noch vergraben Quarzsteine. Das heißt also, dort konnte die Energie konzentriert werden, die von oben aus dem Himmel dort in diese Quarzsteine ging. Dann waren vorhanden zwei große Trichter, ungefähr 10 Meter tief, 3 Meter Durchmesser, waren heute zugeschüttet, aber früher mal offen. Und die erzeugten auch wieder Energie. Und das eine war der Startplatz und das andere, oder ist der Landeplatz und das andere ist der Startplatz gewesen. Und da waren auch noch kleine Wege dazwischen und so. Also man konnte sehen, das war also typisch ein solcher, ja, für mich Landeplatz der früheren Menschen zur Megalithzeit, also vor 4000 Jahren. Und es gibt also Fluchaufklärungen, die festgestellt haben, dass diese Landeplätze ziemlich in der geraden Reihenfolge bis zum Mittelmeer vorhanden sind, also durch ganz Frankreich durch. Und ja, wie sind die Menschen damals, haben die diese Energie gehabt? Und da gibt es also hier in Norddeutschland, es muss also zwei verschiedene Systeme gegeben haben, einmal eine Magnetschwebebahn und einmal eine Implosionsschwebebahn. Implosion ist nach Schauberger ein starker Strudel, ja? Eine Windhose oder ein Wasserstrudel oder so. Und diese Strudel kann man erzeugen, indem man einen geschlossenen Steinkasten, die werden heute beziffert als Steinsarge, mit einem kleinen Loch vorne versiebt. Und in der Mitte gibt es also einen Quarzstein. Und wenn man jetzt die Energie, die dort angezogen wurde durch diesen Steinkasten, wenn man die jetzt anschmeißt,
sozusagen, ja, mit dem Willen über den Quarzstein, das heißt immer plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, dann schaukelt der sich auf, wird ganz stark und fängt dann an, aus dem Loch herauszuströmen. Und diese Energie kann man dann als Wirbel sozusagen für den Transport dieser kleinen Fahrzeuge verwenden. Es ist natürlich sehr viel Vorstellungskraft dabei, aber wenn jetzt solche Plätze wie dort auf dem Hohen Meißner von der Fluchaufklärung etwa 4.000 bis 10.000 solcher Plätze festgestellt worden und dokumentiert worden sind und alle in einer Linie Richtung Mittelmeer und im Norden das gleiche in Richtung Dänemark und in Richtung Schweden stattgefunden hat. Und heute noch an Steinkreisen, ich habe da Karten, da gibt es also einen Spezialisten, der hat diese ganzen Steinkreise alle nummeriert und aufgeführt in Büchern. Und diese Steinkreise habe ich dann mal in eine Karte eingetragen. Und da sieht man also auch wieder gerade Linien bis nach Dänemark hoch. Oder an den Stellen da, wo es so übers Meer geht, wo heute die Fähren fahren oder wo Brücken gebaut sind, nach Schweden oder nach Dänemark oder so, da sind konzentriert diese Steinkraftwerke, ja, angebracht. Und die haben also die Aufgabe gehabt, so viel Energie zu erzeugen, dass der das Fahrzeug jetzt über das Wasser setzen konnte. Wenn du von Fahrzeugen sprichst, meinst du dann Fahrzeuge, in denen zum Beispiel Menschen oder Material transportiert wurde? Ja. Ja. Oder meinst du auch zusätzlich die Steine selbst? Diese natürlich, die Steine, diese schweren Steine, die hatten ja auch noch andere Methoden, um Steine also levitieren zu können, ja. Aber auch kann man sich so vorstellen, dass sie da ihre Lebensmittel und sowas auch transportiert haben. Nicht? Es sind also alles Bahnen und man kann das also auch bei Stonehenge sehr gut sehen, dass Stonehenge ein Energiekraftwerk ist und diese Energie auf einem Fersensteinweg weitergeführt worden ist, um dort eine Bahn bis nach Südengland, bis nach Exeter zu betreiben. Nicht? Dafür waren die Steinkreise da. Das heißt also, die ganzen Archäologen, die sich mit dem Thema Steinkreise beschäftigen, gehen eigentlich am wesentlichen Thema der wesentlichen Bedeutung der Steinkreise vollkommen vorbei, wenn sie die lediglich als Sonnen- oder Mond- oder sonstige Observatorien sehen. Ja, stell dich vor, da ist Stonehenge und Overbury ist 25 Kilometer weiter. Das ist so ein Unsinn, nicht? Dass man zwei solche Sonnenobservatoren da nebeneinander gebaut hat. Darum, also da muss man schon ein bisschen sich frei machen von der Wissenschaft und andere Wege gehen, sonst kommt man da nicht weiter. Nicht? Mhm. Sehr schön. Also das sind sehr spannende Themen, wo es sich meiner Ansicht nach auch lohnt, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Ja, ja. Und vor allen Dingen sind es sehr gute Themen, die geeignet sind, den Geist überhaupt mal zu erweitern. Ja. Denn wenn man es geschafft hat, mal diese Dinge... Wir wären sonst alle schon eingeschlafen. diese Dinge für möglich zu halten, dann hält man auch andere Dinge viel leichter für möglich. Ja, klar. Ja, klar. Ich wollte gerne noch einen Hinweis von dir zum Thema Wasser. Ich entsinne mich, dass du in einem Buch, ich glaube, es ist auch in der Allkraft, einen Satz verwendet oder vorgestellt hast, mit dem wir rein geistig Wasser vitalisieren, energetisieren können, so dass man eigentlich überhaupt keine Wasseraufbereitungsanlage braucht. Sehr richtig. Ich glaube, von Kugel... hexagonalem Wasser oder so ähnlich. Ja. Also nochmal zu dem Wasser vielleicht.
Ich habe ja einen guten Lehrer gehabt, das war der Heinrich Sannemann. Mhm. Und seine gesamten Schriften habe ich auch veröffentlicht. Und unter anderem auch über die Bienen hat er sehr, sehr interessant geschrieben. Aber er hat eben auch über Wasser geschrieben. Und da ist mir ein kleiner Satz aufgefallen, wo es drin steht, dass man eine Röhre verwenden kann, um dort Wasser durchlaufen zu lassen. Wenn man diese Röhre vorher aber bespricht mit einem lieben, göttlichen Satz, in dem man sagt, also liebes Wasser, was hier durch diese Röhre fließen sollte oder eines Tages mal wird, das ist jetzt ab sofort völlig gereinigt und ist Gottes Wasser. So. Und dieser kleine Satz hat mich dann beflügelt, doch irgendwie weiterzukommen. Und er hat auch noch in anderen Äxten, na gut, also nochmal, diese Röhre habe ich jetzt hier bei mir in meiner Wasserleitung eingebaut. Mhm. Das Wasser kommt aus dem Brunnen bei mir und da ist also diese Röhre drin und die ist besprochen mit dem kleinen Satz. Und dann läuft es also hier bei mir in jede Wasserleitung und Bad und Trinkwasser und so weiter. Na, und dann, ja, kann man also auch dieses Wasser natürlich nach Ermoto Mutu fotografieren lassen, indem man es einfrieren lässt und die Wasserkristalle dann fotografiert. Und die Wasserkristalle sind das Foto ist immer besser, je mehr dieses Wasser aufbereitet ist oder, wie gesagt, durch diese Röhre gelaufen ist. Und ich habe das also fotografieren lassen und habe dann ein wunderschönes Sechseck bekommen. So, und dann habe ich aber weiter gehört, dass Musik sehr wichtig ist, um dieses Wasser zu verschönen, zu harmonisieren. Ja. Na, also habe ich mir klassische Musik im Dauerrhythmus laufen lassen, Tag und Nacht. Wird das Wasser jetzt in einem kleinen schönen Krug beschallt mit klassischer Musik. Dann wird das Wasser gesegnet, indem ich mit dem Ankh-Kreuz, das haben die Ägypter viel benutzt, dieses Wasser segne. Und dann habe ich das, was da in dem Krug ist, wieder hingeschickt zu dem Institut. Und der hat das wieder eingefroren und hat das fotografiert. Und weißt du, was da rausgekommen ist? Ein 7-Stern. Aha, interessant. Und da habe ich einen Wasserspezialisten mal gefragt, was ist das? Sagte, das gibt es nicht. 7-Stern kann nicht sein, weil die Wasserkonstruktion ist immer sechseckig. Wie die Bienenwabe, ist ja auch sechseckig. Ne? Mhm. Na gut, also ich habe es dann dabei gelassen und habe dann herausgefunden, dass man das mit einem kleinen Spruch auch machen kann, ohne diese Wasserröhre. Und der Spruch lautet, ich wandle alles Wasser, was hier in diesem Haus gezapft wird, oder aus Flaschen ausgegossen wird, in 56 monokulares Kugelclusterwasser. Cluster heißt das eigentlich, ne? Mhm. Kugelclusterwasser. Danke sehr, dies war mein Wille und so geschehe es. Danke, danke, danke. So. Also nochmal, 56 monokulares Kugelclusterwasser. Ein Wasserspezialist weiß sofort, was das ist, was das bedeutet. Das ist also nichts, spinnerig, sondern das ist etwas Technisches. Ja? Man kann also das Wasser jetzt durch diesen Spruch völlig frei machen von allen Informationen, die drin sind, also von der Pille, von allen Pharmaka, die da im Rhein rumschwimmen, nicht?
und so, weil das Düsseldorfer Stadtwasser ist ja aus dem Rhein gezogen. Mhm. Und dann kommt die Gottesenergie hinein. So, und das macht dieser Spruch. Und da habe ich jetzt dieses Sieben-Stern-Wasser von dem Institut bekommen, nach dem Spruch. Also es funktioniert. Sehr schön. Hm? Hast du zufällig irgendwie erfahren, ob es darauf ankommt, dass du auch selbst daran glaubst? Also ich frage deswegen, wenn ein Mensch zwar möchte, dass sein Wasser besser wird, aber von vornherein gar nicht glaubt, dass das durch diesen Spruch möglich ist, wird es dann unmöglich oder wird er in jedem Falle Erfolg haben? Nein, nein, es wird schlechter. Ich habe das bei einem Bauern, der für diese Steinkreise nicht so sehr interessiert war, aber mir zuliebe das dann doch gemacht hat. Nicht? Und da haben wir die Werte, die nicht so gut geworden sind, nicht? Nachgemessen. Das liegt aber daran, weil er nicht hundertprozentig dabei war. Gut, also spielt die Bewusstheit des sprechenden Menschen eine sehr große Rolle. Bestimmt, ganz bestimmt, ja. Sehr wichtig, ja. Gut, Volker, ich finde, das war ein sehr schönes, sehr rundes Gespräch. Ich würde es gern abschließen mit zwei Fragen, die ich noch stelle. Und zwar Fragen zu deiner Sicht auf die neue Zeit. Die erste Frage lautet, was wünschst du dir konkret, dass sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren ändert oder manifestiert? Ja, wir werden also garantiert eine neue Zeit bekommen und die wird Licht werden, weil wir ja auf einem Lichtplaneten jetzt leben. Und da kann es kein dunkles, tiefes Wasser mehr geben. Es wird also ein schönes, herrliches Konstrukt werden. Siehst du, dass das innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre schon möglich sein könnte? Ja, muss sein. Wir werden auf jeden Fall innerhalb dieser Zeit einen Anstieg der Lichtqualität erleben. Ja? Schön. Und was glaubst du, das ist die zweite Frage, was sich dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern wird und oder manifestieren? Ja, wie ich anfangs schon sagte, wir werden wahrscheinlich eine Reduktion der Menschen bekommen durch verschiedene Einflüsse. Wir werden eine neue Schule bekommen, es wird nicht anders gehen. Wir werden die Landwirtschaft, weil das ja unsere Nahrungsgrundlage ist, ändern müssen. Es wird also eine Landwirtschaft geben ohne Chemie. Wir werden sicher glückliche, fröhliche und zufriedene Menschen werden, die auch wahrscheinlich keine so starken Pharmaka mehr brauchen, weil sie eben gesund sind. Wenn sie gesund leben, bleiben sie auch gesund. Nicht? Richtig. Vor allem, wenn die Dunkeln nicht mehr da sind, weil die schaden natürlich sehr den Lichtmenschen. Nicht? Die greifen die ja an. Nicht? Und die armen Lichtmenschen, die haben dann damit zu kämpfen, um das wieder loszuwerden. Nicht? Schön. Ja, dann danke ich dir erst nochmal für deine Ausführungen. Gerne. Und wünsche dir vor allen Dingen, genauso wie mir selbst, dass wir das alles noch erleben dürfen. Beat, wir machen das. Wir erleben das ganz bestimmt. Ja. Dankeschön. Vielen Dank auch fürs Zuhören, für alle Zuschauer. Denn das sind alles Dinge, die sehr selten mal besprochen werden und es gibt auch wenig Ohren, die da gut zuhören. Die meisten schalten sofort ab. Nicht? Gut, ja. Danke sehr. Das wünsche ich natürlich auch, dass möglichst viele Menschen sich davon inspirieren lassen. Ja, wäre schön. Nicht? Ja. Prima. Gut. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ja, gleichfalls.
Das war mein heutiges Interview mit Volker von Schindling-Horny. Ich hoffe, es hat euch bereichert und neue Erkenntnisse gebracht. Schreibt bitte eure entsprechenden Kommentare, wie üblich, in die Kommentarzeilen. Bis zum nächsten Mal, euer Siegwart.